Servus Leute, zurück zu Let's Play Magic Arena. Wieder ein Standard 2020 Deck, bevor der neue Standard etabliert wurde. Ja, Azurius Flyers habe ich ziemlich häufig schon gesehen und es war immer sehr beeindruckend, wie schnell man so ein Sephara draußen hat und ich keine Chance mehr hatte. Sehr starke Karte, diese Sephara. Sehr starke Karte. Alle werden unsterblich, wenn sie ins Spiel kommt, außer sie selbst natürlich. Aber ein 7-7 Flying Lifelink, das geht recht schnell mit diesen Mini-Kreaturen. Noch Winged Words, um schnell mehr zu bekommen. Hier ein paar zusätzliche Features und auch noch Buffs prinzipiell oder Finisher. Ein ziemlich starkes Agro-Deck, wo die ganzen Kreaturen sehr, sehr, sehr schwer zu blocken sind. Weil alles auf fliegenden Kreaturen basiert. Und Teferi. Ein bisschen Sachen haben wir, um zu reacten. Also wenn der Gegner irgendwie eine Luftverteidigung aufbaut, dann haben wir ein leichtes Problem, aber naja, muss mal schauen. Sobald sie draußen ist, ist es zu Ende. Schauen wir mal, wie das Game läuft. 20 Länder. Maximal ist ja 3 Kosten, was wir brauchen. Dann ansonsten, ja, mehr braucht man nicht. Nur 3 Länder, eigentlich, normalerweise. Und da sollte es reichen. Ähnlich wie ein Agro, Mono-Red Agro-Deck. Schauen wir mal, wie es läuft. So, wir haben überraschende, ja, komische Sortierung, aber doch ist spielbar. Winged Words ist wichtig. Können wir loslegen. Winged Words ist wichtig. Kreatur vorher. My turn. Spielen wir einen Spectral Sail. Als nächstes. Er spielt zwar Mono Red, aber das müssen wir machen. So, wir ziehen Karten. Okay. Lässt sich schon mal leben damit. Mono Red bisher. Was kommt noch? Mono Red weiterhin. Und schon haben wir unser Leben zurück. Ja. Gut, diese Karte kommt raus. Allein ist sie useless, aber sie kann noch Verbündete mitbringen. So, Execution. Okay, da haben wir doch schon mal einen, der etwas stört. Gut. Im nächsten Zug kann ich meine große Kreatur spielen. Im nächsten Zug kann Sephara kommen und dann wird es schon schwierig für meinen Gegner. Ja, ich kann theoretisch auch einen seiner Kreaturen removen. Das mag er nicht, er will, dass ich sie loswerde. Aber das macht nichts, ich kann Sephara trotzdem spielen. Ja, ist in Ordnung. Ja, komm, ja, ist halt so. Blocken wir natürlich nicht. Wir spielen noch so einen und dann kommt Sephara ins Spiel. Juicy. Juicy, juicy. So. Tap, 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 tap. Nein. Tap. Nur eine unwichtige Kreatur. Muss nicht getappt werden. Unsterblichkeit. Wie schaffst du es, gegen Unsterblichkeit anzukommen? Wie schaffst du eine 7-7 platt zu machen mit deinem Deck? Du bräuchtest sehr viel Burn Spells. Ich werde natürlich Spitfire nicht mit Sephara blocken. Ja, kannst mich. Das wird nie passieren. Du hast auch keine Calamity. Oh, du kannst es jetzt versuchen, aber sobald du angreifst, kriege ich mehr Leben, als ich verliere. Also von daher. Das passiert sowieso. Er muss angreifen, weil er greift sowieso an. Er gönnt mir sowieso Leben. Block, block. Das ist nur von Vorteil zu blocken für mich. Ich habe keine Nachteile. Keinerlei Nachteile. Chandra Spitfire. Ja, ich glaube, ich zähle jetzt einfach mal nicht. Wir haben so in etwa gewonnen.
Oder soll ich zählen? Ach, komm. GG. Brutales Deck. Okay, diese Hand. Uff, auch noch als zweites. Also wir können dich eventuell zuerst spielen, dich und dann irgendwann dich. Okay, unser Gegner ist etwas langsamer, ich bin aber leider auch nicht gerade der Schnellste. Das ist nicht gut, dass ich kein weiteres Land bisher gezogen habe. Ready to wing, auf Wings kann ich spielen. Ach du Schande. Anticipate. Ohne dass er... Ja, wobei, er sieht jetzt meine Farben. Er kann sich schon denken, aber er wundert sich wahrscheinlich, warum ich noch nichts gespielt habe. Ich würde es an seiner Stelle. Gefährlich, gefährlich. Nichts zu ziehen ist immer gefährlich. Mana Screw zu sein. Auch noch als Zweiter. Oh oh, das ist ein Flash-Deck. Naja, immerhin ermöglicht mir der Spectral Sailor, im nächsten Zug was zu machen. Ah, shit. Jetzt weiß er auf jeden Fall, was wir sind. Naja. Schauen wir mal, was ein Counter kommt. Simic Flash. Fairy Duelist ist jetzt nicht schwierig. Ah, deswegen. Ja gut, das können wir aufgeben. Kein Lände zu ziehen ist natürlich Gift. Okay. Ja, gute Lände. Das ist okay. Ah, wobei ich hätte erst den Cove spielen sollen, wenn ich sowieso Tapped spiele. Naja. Ja, schön. Nein, diesmal nicht Flash. Diesmal sieht's nach Land. Ja, nach Ländern aus. Okay, das ist ein gefährliches Play. Besonders da hier ein Blocker hat. Okay, ich würde sagen, ich muss erstmal Karten ziehen. Oder spiele ich was? Wir könnten Druck in der Luft machen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich befürchte, das ist auch die bessere Möglichkeit. Genau, das ist die bessere Möglichkeit. Wir müssen Druck machen. Wir müssen so schnell wie möglich ihn platt machen. Okay, 2-2, das ist jetzt kein Thema zum Glück. Absolut kein Thema. Ja, wenn er den Hengst... Oh, kein Hanged Executioner-Block. Das... Ah, wollte gerade sagen. Na gut. Die werden größer, das kann ich euch verraten. Die werden auf jeden Fall größer. Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Not gonna lie. Das ist eine Gefahr, aber wir greifen halt Fullham an. Yarok. Yarok muss mit Teferi erstmal aus dem Spiel genommen werden. Cavalier of Thorns. Okay, Cavalier of Thorns muss aus dem Spiel genommen werden. Na gut, wir haben gewonnen. Cavalier of Thorns wird aus dem Spiel genommen und Ende im Gelände. Die Länder, das ist... Wobei? Oh oh. 14? Das ist schlecht. Gut, ich hoffe einfach mal, ein Land zu ziehen. Okay, das ist schon mal nicht schlecht ausgegangen.
Ich kann mit allen angreifen. Sorry, I'm late. That's more like it. Kommt wieder auf die Hand. Angriff mit allen. Theoretisch kann er noch mehr Leben gewinnen, aber er macht mir 8, 11 Schaden nur. Das ist nicht genug. Die Frage ist, gewinne ich im nächsten Zug? Oder gewinnt er jetzt, indem er Removal zum Beispiel spielt? Aber normalerweise ist in diesem Deck nicht sehr viel Removal. Falls überhaupt. Yarok ist auf jeden Fall eine besondere Ergänzung. Yarok hätte ich nicht erwartet in diesem Deck. Schauen wir mal. Zum Glück gibt Yarok bloß 3 Leben zurück. So, er spielt wieder Länder. Na, noch 3... Okay. Ja, ja. Also das heißt jetzt, er gewinnt jetzt oder ich gewinne danach. Würde ich behaupten. Er müsste jetzt allen Haste geben und dann ist es GG. Mhm. I really should have seen that coming. Jo. Er könnte natürlich auch einen Counter haben. Wenn er einen Counter hätte, wäre es trotzdem vermutlich eher irrelevant. Nein, wäre es nicht. Wenn er einen Counter hat, hat er gewonnen. Nein, noch nicht zwingend. That's right, okay. Das ist kein Problem. Das reicht. Das reicht gerade so. Oh, das reicht. Oh, wäre das ein Lebenland gewesen. Hätte er gewonnen gehabt. Aber so nicht. Das war gefährlich. Das war ultra gefährlich. Und knapp. So, der Final Fight. Und wir dürfen anfangen und haben eine sehr juicy Hand. Na gut. Damit lässt sich doch arbeiten. Ein blaues Mana noch wäre nicht schlecht, aber ansonsten ist es in Ordnung. Mhm. Suntail Hawk. Healer's Hawk. Ach, ich kenne noch von alten Spielen, da hieß es dann Suntail Hawk, Suntail Hawk, Suntail Hawk. Das ist gut. Das ist perfekt sogar. So, jetzt brauche ich keine Länder mehr, bitte. Jetzt nur noch gescheite Karten. Uh-oh. Is it? Uh-oh, Jeskai Super Friends. Wir wissen, wie gut das ist. Scheiße. Wir werden verlieren. Well, jetzt wird gleich hier mit Jeskai Super Friends was Böses kommen. Ein Removal für alles. Das Einzige, was ich mache, ist halt jetzt Angriff. Ich bräuchte halt +2/+2 für alle. Zum Verteidigen. Ja, wenn er jetzt ein weißes Mana liegt. Ah, nein. Kein weißes Mana. Dovin. Dovin ist kein Thema. Dovin ist kein Thema. Your loss will either be a tragedy or comedy of errors. Ein bisschen zu viele Länder, würde ich behaupten. Aber ich muss Druck machen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss overextenden. Und ich werde overextenden. Wenn er einen Massenremoval hat, dann heißt das GG. Dann kann ich nichts machen. Oh, es wäre jetzt schön gewesen, wenn ich meinen Engel gehabt hätte. Mein Engel würde jetzt super laufen. Okay. Und jetzt? Nein. Damit kann er hier keinen Massenremoval spielen. Aber da kommt was anderes. Okay, Amas. Ja, das hilft ihm nicht sehr weit. Das nimmt ein bisschen Druck raus, das stimmt, aber... Ja.
Ihm fehlt gerade das weiße Mana für Massenremoval, wie es aussieht. Noch. Das kann sich sehr schnell ändern. Ich muss halt Druck machen, Druck machen, Druck machen, Druck machen. Er hat zwei Mana. Er könnte einen Lava Coil spielen. Wenn, dann wäre wahrscheinlich Hanged Executioner das beste Ziel dafür. Oder er gibt mir was zurück auf die Hand. Ja, dann ist es auch weg. Depose. Er könnte jetzt doppelt blocken. Wäre wahrscheinlich auch klug, um den Hanged Executioner loszuwerden. Genau, weil das ist die einzige Karte, die irgendwie großartig was kann. Okay. Schauen wir mal. Ja, wenn er keinen einfachen... Er schafft es leider auch. Oh oh. Oh oh, nächsten Zug könnte der Massenremoval kommen. Okay, noch ein Block. Das macht überhaupt nichts. So. Tap. Okay, wir haben gewonnen. Super juicy. Er hatte keinen Removal. Er hatte auch keinen Counter, wie wir sehen konnten, wie schnell es reagiert hat. Und damit... mit einem kleinen Mana-Scroot-Record wieder 3 Siege. Auch dieses Deck. Hervorragend, hervorragend. Ja, es ist leider sehr effizient. Wenn man keine Massen-Removal hat, gut, es ist sehr anfällig auch dazu. Massen-Removal und das ganze Play ist wahrscheinlich kaputt. Weil ich habe zwar Winged Words drin, aber außerdem nicht viel, um hier Fuel zu bekommen. Irgendwelche Decks, die hier Kleinvieh losbekommen können. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, aber zurzeit ist ein Agrometer. Zurzeit spielen viele herum mit Midrange-Decks. Dementsprechend läuft es zurzeit. Oh yeah. Und ja, ich komme immer näher. Das ist geil, dass man das jetzt hier alles erfahren kann. Hat sich richtig gelohnt, dieser Mastery Pass. Würde ich behaupten zumindest. Schön. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.